Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich bin der Wultag, das ist der Bartschneider, da ist der Günther und wir spielen Conan Exiles Age of Sorcery. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen Schwefel geholt, ein bisschen Krokodile geklatscht und hätten den Günther fast bei unserem ersten Ausflug in der Höhle am Riesenkrokodil verloren. Da ist er knapp mit dem Leben davon gekommen. Am Rückweg wollten wir Spinnen umbringen, haben keine gefunden. Jetzt probieren wir es noch einmal. Wir brauchen noch ein Beutetier. Das bist du. Oh. Nee, dann aus einem 29 schon. Spinnen brauche ich noch drei mit einem religiösen Werkzeug. Ich habe kein religiöses Werkzeug. So. Was immer noch eines unserer größeren Probleme ist, ist die Beschaffung von Eisen. Aber das ist jetzt nicht das, was ich heute machen möchte. Heute möchte ich ein bisschen herumkruscheln und ein bisschen Housing machen und so Geschichten. Vielleicht tue ich es mal an und baue schon mal die Wände oder den Boden um. Da kann man ja upgraden, soweit ich weiß. Schauen wir mal, wie viel Eisenverstärker wir haben. 700. Da hätten wir schon 1000. Die 1000 lassen wir drin. Und aus euch mache ich noch Dinger. Edelsteine haben wir wie Sand am Meer. Das isolierte Holz. 8000, wie schwer bist du? 130 Kilo. Und damit war er überladen. Günther? Tu mir einen Gefallen. Bleib mal hier stehen. Tu mir noch einen Gefallen. Und komm mit. Weil Günther, du bist nämlich so top motiviert. Du tragst es einfach alles für mich. Da, der Günther nimmt einen Tausender Ziegelsteine mit. Ja, der Günther ist halt einfach ein Mitarbeiter. Bei dem kann man sagen, wenn der Günther mal um eine Gehaltserhöhung kommt, dann sag ich auch nicht nein. So einer ist das. Kann man sich alle einen Teil von abschneiden. Wo ist denn mein Hammer jetzt? Da ist er ja, der Klopfo, der Klopfo. So, ich möchte Gebäudeteile. Das da und zwar das da. So, Günther. Gib mir mal davon die Hälfte. Davon die Hälfte. Und davon die Hälfte. Wir fangen einmal da an. Ja, gefällt mir schon besser. Ja, dann machen wir jetzt ein bisschen. Habe ich auf Aufnahme gedrückt? Ja. Dann machen wir heute ein bisschen Housing und Building und Building und Housing und in der. Oh, puh, das wird ein teurer Spaß, Günther. Und ein bisschen in der Wohnung rumgammeln. Wobei, das ist jetzt nicht wirklich eine Wohnung, das ist ja mehr ein Haus oder so. Hat so Loftcharakter, finde ich ein bisschen. Ende Gelände. Was fehlt? Da dachte ich mir. Da könnte. Echt was? Das kann man dann gleich in isoliertes Holz investieren. Und davon brauchen wir jetzt eh den ganzen Popo voll. Ist da noch Holz drin, normales? Aber das sieht sich ja fast nicht aus, ne? Da Günther. Weiß nicht, warum ich das da reingelegt habe.
Da hat der Vergangenheitswultag sicher eine Wahrnehmung dazu, die er mir aber nicht mitgeteilt hat. Der Typ ist nämlich, was solche Nachrichten angeht, eher die unzuverlässigere Quelle. Aber das sage ich jetzt auch echt, das dürft ihr in Zukunft Vultag nicht sagen, weil der ist dann gleich wieder beleidigt. Meine Nase. Ah. Kennt ihr das? Also an die barttragenden Männer. Kennt ihr das, wenn der Bart so ein bisschen kitzelt und sich mit den Nasenhaaren dann ein gröberes Wrestling-Match gibt um die Vorherrschaft im Gesicht? Ich meine, wir gendern ja jetzt. Kennen das auch barttragende Frauen von euch? Ich meine, eine Frau, die ihren Damenbart mit, machen wir zuerst drüben, mit Stolz trägt, braucht ihn auch nicht verstecken. Aber ich würde mich trotzdem rasieren. Also als Frau. War ich da hinten schon oder komme ich da nicht hin? Ah, okay, sehr gut. Geht nichts mehr, was fehlt. Ziegelsteine, Günther. Günther. Wie viel geht? 10, Günther. Das ist ja voll toll. Das alles nur, weil ich heute untertags da laufen hab lassen. Was fehlt jetzt? Jetzt ist vorbei. So, das Holz lassen wir trocknen. Die Steine werden gebraten. Die kommen da auch wieder rein, weil. Schnupp, schnupp. So. Was man noch machen können oder was ich machen wollte, ursprünglich, wissen jetzt die ganzen, die sich auskennen. Ich werde da jetzt schon anfangen mit euch. Live und in Farbe. Wobei live ist nicht, das ist eine Aufnahme. Werde ich jetzt anfangen, da schon mal ein bisschen Stahl zum Herstellen. Weil dann können wir dann bald den nächsten Schritt gehen. Wenn wir es schon dürfen. Wo sind wir denn? Da. Stahlwerkzeuge. Dann kommt dann gleich das Rad der Schmerzen, das größere. Flüssigkeitspresse ist auch nicht so unpraktisch, wenn man sie hätte. Der Rüstungshani. Das ist dann der Waffenhani. Was für ein Hani bist du? Weiß ich jetzt nicht. Stützen brauche ich auf jeden Fall. Töpferlehrling. Wandteppich. Ja, so Wandteppiche fürs Housing und so. Why not? Schieferrücken-Schlüpfling-Dekoration. Du bist schon ein bisschen abartig drauf, Kamerad, kann das sein? Ah, die Chop-Chop-Figuren, das sind die von dem. Ah, das macht sicher auch Spaß. Wobei ich habe nicht so vieles, so viel Gutes davon gehört, also das Schild schaut ja cool aus. So, was haben wir auf der Uhr? 9 Minuten. Die ersten Stahlbahnen. Ja, Günther, komm. Brav bist. Die ersten Stahlbahnen sind schon am Mann. Was kosten die Stahlbitte? 13. Oder brauchen wir schon Leder? Komme ich da hin? Da. Hi. Sodala. Lieber Hammer. Werkstätten kochen. 50-50. Das schaffe ich. Ich nehme die 75.
Da nehme ich. Ist mir egal. Günther. Du bist echt ein guter Freund. Du bist mir ins Herz gewachsen. Du bist einer derer, die ich schätze und vermissen würde, wenn sie nicht mehr da wären. Mache ich das da rein? Was? Das würde sich schon gut reingliedern, da, gell? Warte mal. In die Ego. Das in der Ego nicht. Das Baum bei Conan ist schon so ein bisschen ein Fluch, ne? Du musst schon mal stehen, was es haben möchtest, und dann erst andrücken. Ja, es kauft so, ne? Geh ich mal rüber. Bam, 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 bam. Extrem Steine haben wir noch ein paar. Die können wir wieder zu Stielzähnen machen. Da werden wir aber da 1, 2, 3.000 rausnehmen. Da 1, 2, 3.000 reinpacken. Dass wir da ein bisschen schneller jetzt füreinander kommen. Ich brauche auch noch eine zweite Schmiede, damit das da auch schneller alles füreinander kommt, aber Schepomale. So, wir haben jetzt da das. Bist du die Werkbank, wo ich die Deko basteln kann? Du bist die Deko-Werkbank. Hängendes Kriegsbanner. Oh, wir brauchen Seide. Stimmt. Stimmt. Seide. Wo ich die hinlegt. Die Seite hinlegt. Da werden wir aber einen Seidenausflug machen, ha? Geseidig ist es dann ein bisschen. Kintin werden wir auch mitnehmen. Bei Seide wird er immer noch. Genau. Das hat 3 Kilo. Das hat überhaupt nichts. Günther, komm, wir gehen Seide holen. Kurze Planänderung, wir gehen Seide holen. Wir müssen eh Spinnen umbringen. So, warte mal, haben wir da jetzt wieder was freigeschaltet? Kostenlos. Ah, da bin ich schon. Bin bei 29. Ja. Kostenlos, 5-mal. Was denn? Mach es auf, das Fenster. Dieses Gebräu macht den Trinker vorübergehend unsichtbar. Was ist das? Ah, Krank-Emote. Oh, das ist auch nett aus. Bis was für ein Level geht denn das eigentlich? Bis 60. Ah, das Spektralpferd, ne? Oh, der Helm ist ja. Der Helm ist ein Trank. Interessant. Ah, die Rüstung sieht aber auch lässig aus. Oh, violette Wandfackel. Sehr, sehr schön. Oh, der Helm, ne? Das wäre aber auch eine nette Waffe. Die Bemalung finde ich auch. Also so würde ich mich bemalen lassen. Also so könnte ich mir die Hände auch tätowiert vorstellen. Grüne Fackeln. Boah. Ah, da wären wir schon. Das könnte man schon. Wie kriege ich denn das? Battle Pass kaufen. Der Premium schaltet sofort
15 Stufen frei, das brauche ich nicht. Was kosten 1200 zum Münzen? $10. Wow, Entschuldigung. Jetzt habe ich das Ding nicht mit. Günther, du kriegst das gute Fleisch. Und das. Ah, was mich die Nase juckt. Sehr brav, Günther. Einen Schwung Aloe Vera mit. Also jetzt mit dem Günther an der Hand würde ich sagen, wir gehen da mal ein bisschen mehr auf Expedition, um uns halt auch wirklich den Ferkel. Hatte da schon mal jemand gesagt, dass du ein Ferkel bist? Das war so ein richtiges. Ich will aber Kretin haben. Günther, mache dort. Du die schießt auf dich. Da ist aber wirklich überall echt wenig Eisen so gesehen, da. Wo bist denn du hin? Fleisch haben wir weg, das haben wir weg. Daraus machen wir wieder Seide. Seide alle da. Winter. Winter. Mach hinne. Wir essen fertig. Spinnen zum Treffen ist schon so ein ganz ein eigenes Aim-Lab-Ding, ne? Da. Hohoho, da greifen wir jetzt Zeit ab ohne Ende.
werden sich wahrscheinlich ein paar Zuschauer denken, Bulldog, warum baust du da so Seide ab? Wozu brauchst du das? Willst du dir eine Seidenrüstung machen? Dann kann ich euch sagen, nein, das ist fürs Housing, für Teppiche und so Zeug. Da, Günther. Cool bleiben. 1000 Seiden, na, das wird aber reichen, oder? So, da haben wir Kohle. Ich meine, Kohle haben wir jetzt ein bisschen auf Vorrat. Da müssen wir jetzt nicht so. Und halt das Spinne, Spinne, Spinne. Na, Spinne, 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 Minne, Minne, Spinne, Minne, Minne, Durst. So. Das schaut nach Eisen aus. Oder nach Steinen, die komisch gefärbt sind. Nee, ist Eisen. Günther, wir haben Eisen gefunden. Prügelst du dich schon wieder, Günther? Oh. Günther? Du musst jetzt sehr stark sein. Wir haben nämlich einen Spinnenboss gefunden. Bolzen durch. Wie würde der Fred Durst sagen? Keep rolling. Wie schwer ist denn sowas? 12 Kilo, das nimmst du, Günther. So, was haben wir jetzt an Eisen gefunden, Günther? 600, 700er. Ja, ich denke, den Riesenspinnenboss, den gönnen wir uns heute noch nicht. Da ist aber Eisen. Die Spinnenquesthammer. Separmero besuchen. Nö. Weiter nicht. Wir haben die Spinnen geschafft. Da haben wir trockenes Holz. Was wir gleich, Günther, was wir gleich mitnehmen werden. Du, Günther. Warte mal, Günther. 18 trockenes Holz, das war keine tolle Ausbeute. Siehst du, einen Brunnen müssen wir noch setzen. Habe ich dich genau da, wo ich dich haben wollte. Hat ja gar nichts gegeben. Das ist jetzt enttäuschend. Aber wir haben einen Metallspott gefunden, der uns mit den Eisenwerkzeugen wohlgemerkt 700, also aufgerundet, 700 Metall bringt. Da geht noch was. Und wir hauen gerade die Spinnenseide raus wie sonst was. Was haben wir? Was willst denn du, Günther? Was kriegt denn von dem, was ich nämlich mit der Spitzhacke ab? Spitzhacke. Nix. Also der Günther kriegt ein bisschen Essen. Deine Spuren im Sand. Da sind wirklich welche. So, jetzt haben wir da unsere Hütte. Die gehört nach außen beleuchtet, finde ich. Aber alles zu seiner Zeit, weil jetzt haben wir mal ein bisschen da. Na, mach auf die Tür. Da kann die Tür daheim mach auf. Boah, es ist dunkel herin, trotz dieser Lampen da. Ich meine, die Ecke hat was. Den Waffen. Los. Lass uns seinen Auftrag erledigen. Assassin's Creed. Dück dich. Steh wieder auf. Leg dich hin. Hör auf damit.
Hinlegen. Wie geht hinlegen? Kann er nicht hinlegen? Du kannst schon hinlegen, oder? Er kann sich nicht hinlegen. Ich kann mich immer hinlegen und sofort einpennen. Das ist eine Gabe. So. Geht das schon? Ich hätte gerne Stahl, genau. Und die Stahldolche? Die Stahlaxt? Genau, aber die Stahldolche. Ich will auch die Dolche haben. Ja, den nehme ich auch mit. Wo sind die Stahldolche? Na, Fleischer? Gute Frage. Stahl. Ab 32. Hoppala. Zauberei ist leer. Na, pass auf. Warte, hör zu. Wir haben jetzt noch 18 Punkte verfügbar. Das kostet 12. Da bin ich aber versucht zum Sparen. So, was brauchen wir? Wir haben 156 Kilo, was wir tragen können. Wir haben... Sehe ich das überhaupt, wie viel Leben wir haben? Wir haben 300 Leben, ist okay. Ausdauer haben wir 150. Geht ein bisschen besser. Überlebenskünstler, Werkzeuge verlieren ihre Haltbarkeit, haben schnell. Hunger und Durst verringern sich, das ist aber nicht schlecht. Oh, der letzte Schlag beim Ernten. Also die Acht, die Fackel ist hin. Was brauche ich zum Reparieren von der Fackel? Ein Holz und vier Dinge. Ich hätte gerne ein Holz. Und vier Dinge. Habe ich da nirgends Dinge drinnen? Da habe ich Dinge. Oh, ist ja ein Gewitter. Schaut schon lässig aus. Ist das schon so, dass er weht, oder ist das der, der einfach bei mir vorbeizieht, weil... Es ist ein hartes Land. Es ist ein raues Land. Aber this land is your land. This land is my land. Sieh dir nicht zu, wenn es so stürmt draußen. Soll ich mir bei den Tod hole? Also Seide haben wir jetzt echt. Schon mal nicht wenig. So, du kriegst noch ein bisschen da dazu. Das kommt auch rein. Da haben wir noch das. Da haben wir noch. Oh, stimmt. Der Günther. Der alte schwere Nöter. Da haben wir wieder 1000. Und da haben wir auch wieder urwenig. Aber das kommt da auch rein. Dann haben wir 2500er Stacks. Ich denke, damit können wir dann einigermaßen gut was bauen. Da kriegen wir jetzt noch 230 Leder raus, dann haben wir aber eh auch schon wieder richtig viel Leder drin liegen. Da machen wir jetzt Stahlfeuer ohne Ende weiter, weil das brauchen wir ja auch ohne Ende. Denn wir wollen jetzt ins Stahlbusiness einsteigen. There's no business like Stahlbusiness. Da kommen noch Getränke. Das Essen kommt in den
Dingensens. Seit ich das Wort Dingensens kenne, kann ich einfach alles beschreiben. Ist da noch Platz für so Zeug? Nee, für Dingensens? Es gibt nichts Schöneres als Kopfkratzen, wenn es juckt. Mit deren Hilfe der fahre Schamane die Toten sehen können. Cool. So, wo lege ich denn die Rüstung hin? Ich habe irgendwo so eine Krimskramskiste. Du bist jetzt in die Krimskramskiste. Was macht er da? Macht unsichtbar. Und ich wieder 30 Minuten. Also die Zeit rennt mir durch. Das ist mir immer mal wurscht. Winter, komm rein da. Dann will ich da rauskommen. So, da würde ich jetzt noch gerne einen Tisch hinbasteln. Habe ich schon schöne Tische, eine Bank. Und eine Taverne, oder brauche ich das Fass? Fass kostet eh nur Holz. Eine richtig fette Theke da drunter. Dann kommst du runter vom Schlafen, gehst erst einmal an der Bar vorbei. Mann. Der Traum eines jeden Alkoholikers, oder? Tja, Günther gefällt das. Oh, ein Lederteppich. Den nehmen wir. Den schauen wir noch, den schauen wir uns noch an. Den legen wir. Geht der vors Bett? Geht das? Wo ist der Lederteppich? Was ist das Cooles? Ein Relief. Aber ich hätte eigentlich gern. Ah, da! So ein Tisch. Kostet 4 geformtes Holz. Das wird da doch noch drin sein. Einen davon. Und habe ich irgendwelche Sessel, die dazu passen? Ich habe nur wenig Sessel eigentlich. Was bist du? Schau mal einer von den Sesseln an. Ich hätte ganz so richtig 0815 Sessel eigentlich. Dekoration, da haben wir es ja schon. Da, Stuhlmacher. So, na sowas da zum Beispiel. Ein bequemer Stuhl. Nehmen wir jetzt einfach einmal das mit. So und so und so und so und so und so. So, so. Den schauen wir uns an. Aber ich denke, die kenne ich. Die sind okay. Günther? Hast du was einstecken, Günther? Nur Fleisch. Du wartest jetzt mal. Brav da an der Seite, gell? Das ist nur. Jetzt muss man die beide nebeneinander anschauen. So, der hat gewonnen. Müde. Kann man den da so hinstellen? Wo ist er? Zwei. Ist der mit dem Kanten? Also ungefähr gerade. Dann kann man da noch kochen, da kann er sitzen, da kann er sitzen, da kann er sitzen, da kann er sitzen. Wie schaut der aus? Wird dazu passen, aber ich denke. Ah.
vielleicht woanders. Nein. Ich mach den hier. Den Kopf eingraviert. Folge. Ja, sind halt dann, ich meine, wir sind Barbaren, wir haben Muskeln. Da. Ja, Schwarzenegger halt, ne? 1, 2, 3. Man da noch das andere Sessel, das ich anschauen mag? Was bist du? Ein Wandschild. Kann ich da meinen Namen draufschreiben? Oder halt andere, so wie Essecke und betreten auf eigene Gefahr und Eltern verhaften ihre Kinder und so? Bleibt da. Brauche ich nicht. Oh, die müssen ja nicht so statisch. Die sind sich ein bisschen zugewandt. Man plaudert miteinander. Man redet über Schlachtzüge und so. Und da setzt man sich hin. Kann ich mich hinsetzen? Ja, ich kann mich hinsetzen. Ja, also, Murn, hab ich Waschtag. Da kann ich nicht. Was sagt Murn, kannst du nicht? Morgen ist Samstag, da muss man keiner. Und so, ne? Der Teppich ist relativ klein, der könnte oben gehen. So, weißt du, wenn's vom Bett raussteigst, damit du nicht auf dem kalten Boden latschen musst. Ja, aber der gehört dann andersrum, ne? Ach du. Oder da so. Wie schaut er jetzt aus? So. Das ist halt mit dem Teppich jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt wäre er gerade, aber ich mag ihn so. Ja, es ist jetzt nicht das Schönste, aber es ist okay. Die Zeit rennt schon wieder so viel rum. Also da nimmt man sich Sachen vor, die man dann erst nicht schafft. So, Günther, wo bist du? Muss ich ja standesgemäß verabschieden von euch. Darüber her, das ist voll unhöflich. So, meine Lieben, der Günther, der Bartschneider und ich verabschieden sich bei euch. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, wir bedanken uns für das Abo, wir bedanken uns für den Daumen, wir bedanken uns für den Kommentar, wir bedanken uns für die Glocke und wir sehen uns in der nächsten Folge, ehrlich gemeint. Bis dahin sage ich nur, pfiat euch, baba.